Wir sind am Haus auch angekommen. Wir müssen noch einige Treppen runtergehen und dann stehen wir auch gleich vor der Eingangstür. Hier auf der linken Seite befindet sich noch eine kleine Terrasse. Aber es gibt ja auch andere Terrassen. Die ist praktisch hier die dritte. Ich habe die Tür geöffnet. Wir gehen also hier rein. Da kommen wir in einen Vorraum. Und hier auf der rechten Seite sehen wir ein Zimmer. Dieses ist jetzt als Arbeitszimmer eingerichtet, aber natürlich kann man daraus auch ein zweites Schlafzimmer machen. Dort gegenüber, das ist ein Spiegel, also das Zimmer geht nur bis zu dieser weißen Wand. Aber natürlich ist auch hier ein großes Fenster vorhanden. Das ist also der Vorraum und hier auf der linken Seite finden wir ein WC, schön ausgebaut mit einem Fenster und zwar mit einem sehr schönen Fenster, das ist praktisch wie eine Keramik. Und gleich nebenan sehen wir hier auch das Bad mit einem Waschbecken und auch mit der Dusche, die ebenfalls sehr anspruchsvoll gefliest wurde. Ein Blick zurück, hier kamen wir rein, vorne war ein Zimmer und das WC und dann drehen wir uns wieder. Und hier kommen wir dann auch in das Schlafzimmer mit einem großen Fenster. Ein ganz großes Bett konnte hier auch untergebracht werden. Also da wird man auch keine Platzangst bekommen, wenn man hier schläft. Und dann gibt es hier keine Tür, nur einen Durchgang. Wir kommen gleich rein in das Wohnzimmer mit einer schönen breiten Sitzgelegenheit. Auf der anderen Seite finden wir die Küche, die Küchenzeile, das Küchenmöbel. Auch praktisch ganz neu und aus sehr anspruchsvollem Material hergestellt. Auch die Geräte sind brandneu. Auch der Kühlschrank. Hier ist auch noch ein Esstisch, mindestens für 5 oder besser gesagt 6 Personen geeignet. Mit einem großen Fenster, das wäre hier keine Wand. Und da gehen wir raus. Überall Fliegengitter oder ein Moskitonetz, je nachdem. Und dann sind wir auch schon auf der schönen großen Terrasse und stellen mich auch in diese Ecke, damit man das auch sehen kann, wie schön hier alles gestaltet ist. Und was natürlich auch noch sehr, sehr schön ist, dass man von hier aus bei diesem herben Sonnenschein, bei einem halbbedeckten Himmel auch die Stadt Hewis sehen kann. Und hier unten auch einen wunderschönen Garten. Der hat übrigens 350 Quadratmeter, auch eine Grillstelle. Und alles, was man sonst noch braucht, also wer keine Tiere halten möchte und keinen Campingplatz einrichten möchte, kann hier schon für seine Freizeit einen richtigen Platz finden, und zwar für alle Aktivitäten. Eine schöne Terrasse also, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und wir gehen noch einmal im Schnelldurchgang durch die Wohnung. Ich öffne die Tür mit einem Schritt. Sind wir dann gleich auch drin im Wohnzimmer, wie wir das vorhin auch gesehen haben. Hier auf der rechten Seite ist die Küche in unserem Schnelldurchgang durch die Wohnung. Hier auf der rechten Seite haben wir das Schlafzimmer gehabt. Hier das Bad mit einer Dusche. Hier die Eingangstür auf der rechten Seite mit dem WC. Und hier auf der linken Seite befindet sich ein zweites Zimmer, das im Moment als Arbeitszimmer benutzt wird. Hier sehen wir von oben die Doppelgarage, oder man kann das auch als Carport bezeichnen. Auf jeden Fall ist das Metallgerüst für das Dach schon fertig. In wenigen Tagen wird das bedeckt sein und genauso wird auch diese Treppe gefliest, die uns hier hinunterführt zu der unteren Etage. Auch die Pflastersteine sind sehr schön, also das ist wirklich sehr anspruchsvoll gemacht. Und wie Sie sehen, gibt es hier auch eine zweite schöne Terrasse, auf die man sich raussetzen kann, so von April bis Oktober. Oder wenn das Wetter gut ist, wer es mag, kann das gerne auch im Winter tun. Wir gehen jetzt durch die Terrasse und dann kommen wir gleich auch in die Wohnung hinein. Wie Sie sehen, ist die Tür ganz neu, wie übrigens alle Türen, Kunststofftüren, die noch viele Jahrzehnte lang halten werden. Durch die Tür kommen wir in einen großen Raum, den kann man ohne weiteres als Zimmer oder als Wohnschlafzimmer benutzen. Und hier auf der rechten Seite befindet sich auch eine brandneue Küche, die noch gar nicht fertig ist. Hier auf dieser Seite mit einem großen Fenster. Und wenn wir uns drehen,
sehen wir hier auf der linken Seite bereits die eingebaute Küche. Hier ist auch noch ein großer Kühlschrank und da sieht man auch schon dieses Pufferbehälter für die Heizung und für die Warmwasserversorgung. Und hier können Kenner auch feststellen, was das für ein Typ ist, also die Therme. Wir drehen uns dann, gehen wieder durch die Küche und wir gehen wieder durch das Schlafzimmer und schon sind wir hier in der hinteren Hälfte des Untergeschosses im Bad mit einer Dusche, die natürlich auch funktioniert und benutzt wird. Und hier auf der anderen Seite befindet sich das WC. Also eindeutig kann man hier auch von einem Appartement sprechen, das man vollwertig nutzen kann. Und wenn man sich dazu überredet, in den Garten zu gehen, sieht man das, wenn man in der Tür ankommt. Hier ist also die Terrasse und wir machen einen kleinen Rundgang im Garten. Alles ist ja schon vorbereitet und mit Pflastersteinen ausgelegt, mit solchen wirklichen Steinplatten, auf denen man bequem erst einmal entlang des kleinen Ziergartens entlanglaufen kann. Es sind sehr viele schöne Pflanzen hier eingesetzt worden in den letzten Jahren. Hier ist auch der Wasserschacht, in dem sich der Zähler befindet und an dieser Tomatenpflanze, Tomatenbaum, wie wir sagen, kann man auch sehen, mit wie vielen 100 Tomaten man allein in dieser Ecke rechnen kann. Ganz praktisch, denn gleich daneben befindet sich hier auch die Grillstelle, wo man schöne Abend oder Nachmittage verbringen kann. Hier ist ein Feigenbaum, andere Gewürzpflanzen, die man auch hier in der Küche gut nutzen kann. Hier ist noch eine Ecke mit Tomatenpflanzen. Hier ist ein Aprikosenbaum, wie wir da sehen können. Und hier daneben ein Feigenbaum und auch ein Süßkirschenbaum. Und wenn wir noch einige Schritte im Garten tun, dann können wir auch sehen, wie schön eigentlich dieses kleine, aber sehr schmucke Haus ist.